Jetzt muss Familie Alesi die Mitstreiter noch überzeugen. Die sind auf dem Weg zur Gude Stub. Der kocht uns richtig was Geiles heute. Ich glaube, ich komme heute ein bisschen zurück in die Heimat. Ja, das glaube ich auch. Ich werde ihn auf jeden Fall heute knallhart bewerten, sage ich mal, weil die Messlatte liegt ganz, ganz hoch für ihn. So wie es sich gegeben hat, diese Woche. Andrea freut sich auf die Herausforderung, auch wenn er mit strengen Kritikern rechnen muss. Hallo Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Hallo Thomas. Hallo Francesco. Hi. So, freue mich, dass heute bei mir seid. Heute ist der letzte Tag. Wenn ihr gut kocht, dann haut er hier einfach die Sachen um und das. Aber da hat die Latte sehr hoch gelegt, also diese Woche sehr hoch. Da muss er schon ganz gut uns überzeugen. Ich glaube, das könnte ein schwieriger Abend werden. Das ist mal eine Ansage. Andrea hat in der Woche hohe Erwartungen geweckt. Schön ist es hier. Mann, das ist ja richtig herrlich, hey. Guckt mal die tollen Lampen an. Wow, ja. Wow, das ist es. Das ist genau das, was ich erwartet habe heute. Geiles Ambient. Ja. Ein besseres Ambient findet man nirgends so ein richtig italienisches Essen. Also so ein Italiener habe ich noch nie gesehen. Und jetzt ein hochwertiges Essen auf dem Teller. Wenn du in einem Restaurant sitzt, in einer Räumlichkeit und die hat Atmosphäre, dann schmeckt das Essen automatisch doppelt so gut. Ja, das klingt doch erstmal positiv. Das Ambiente konnte Andreas strenge Kritiker schon mal überzeugen. Sieht so aus. Die Steffen ist super schön. Plus bei dem Spitzmensch, den ich vor mir hatte die ganze Woche, finde ich, dass das Besteck hier noch ein bisschen Streife drauf ist. Und die Gläser sind nicht so perfekt poliert, wie sein sollte. Das ist das erste Mal diese Woche, wo der Tisch gedeckt ist. Tatsächlich auf diese Art und Weise. Der Michael hat es angedeutet. Und wer fängt an? Marcia. Es geht jetzt ums Besteck. Da ist ein Streifen, da ist noch was drauf. Das wird noch mal ein harter Tag, sag ich, ne? Auch wenn der Ärger vorprogrammiert scheint, Andrea und Rita freuen sich über die Gäste. So, schön, da seid. Das ist Rita, meine Frau. Sehen wir über. Hallo. Hi. Rita ist eine ganz nette Dame. Mhm. Sie ist super, super lieb. Rita wird jetzt heute Abend euch mal auf unserer Tafel mal erklärt und auch die ganze Zeit auch begleiten mit dem Getränke und so weiter. Sehr schön, freuen wir uns. Okay, jetzt ist unser Speisekarte. So ist es, Signora. Und dann kommt der extra zu dir am Tisch, hast ja vorhin Aperitif, musst kurz warten. Und dann erklärt er dir alles, hey, was ist denn das? Das ist Exklusivbehandlung, ne? Super. Ob Andreas Konkurrenten das auch so super finden? Andrea gibt sich große Mühe. Verschiedene Sorte Pasta, die wir jeden Tag selber erstellt. Das sind die Spaghetti Gitarre zum Beispiel, die Pasta Buchweizen. Also die kann man die berühmte Bizocca aus Valtellina. Das sind unregelmäßig geschnittene Pasta. Die Tageskarte wird von Rita vorgestellt. Das ist unser Empfehler von der Tafel. Wir haben die Couscous mit so feinen Gemüsejulien. Gallinella ist ein Kluran, feine Zitrone, ganz frische typisch auch so. Das ist typisch italienisch. In Italien benutzt man fast keine Karte. Da gibt es eine Tafel und der Kellner bringt dir den Tafel. Ich finde es sogar ganz gemütlich. Andere Variante für Speisekarte, genau. Perfekt. Tageskarte 100% authentisch. Wie gefällt die Speisekarte? Die Aufmachung von der Speisekarte, finde ich, die passt hier optimal rein. Die Küche von der Andrea erinnert mich komplett und 100% an das, was meine Oma jeden Tag gemacht hat bei uns daheim. Und das ist wirklich was Schönes, das wieder zu finden. Ob auch Ritas Gastfreundschaft neue Freude schafft? Das Konzept vom Andrea ist stimmig. Ob es aufgeht, werden wir mal heute Abend sehen. Der Michi hat irgendeinen anderen Drops gegessen wie die letzten 4 Tage, oder? Michael ist kritisch gegenüber Andrea. Andrea ist kritisch gegenüber der Ware. Aber nicht nur. Der kritisiert gerne. Aber er ist sehr empfindlich. Muss man aufpassen. Ja. Aber heute wird's krachen. Mhm. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Francesco, ciao Thomas. Buongiorno. Ciao. Der Andrea hat gerade eine Fischlieferung entgegengenommen. Und dann hat er uns die Anchovies gezeigt. Also lecker und frisch vom Fang, kann ich sagen. Das ist ein Qualitätsjunkie. Stolz führt Mr. Leidenschaft Francesco und Thomas einen frischen Fisch und Oktopus vor. Oh, das sieht ja lecker aus. Das ist eine Knurran, also wild gefangen. Ist ja ein absoluter Edelfisch. Ne? Also muss er sogar anfassen, beim Anfassen aufpassen. Der hat sehr starke Stacheln und so. Schönes festes Fleisch. Das ist ein Raubtier, der frisst alles. Und die bekommst du aber auch schon, also Ganze mit in die Reihe. Ich bekomme meine Fische immer in Ganze.
Schöne Produkte. Schöne frische Ware. Schöne frische Ware. Ja. Was machen wir denn mit dem heute Abend? Also, das werden wir machen: einen Couscous-Salat. Schön. Und da werden wir also roh verzehren. Okay. Also, so ein frischer Fisch ist das am schönsten, auch um roh zu verzehren. Roher Fisch ist nicht jedermanns Sache, aber bei der Qualität von Andreas Ware und seinem Handwerk bestimmt lecker. Man sieht, das macht er jetzt nicht das erste Mal. Das können wir mal auf den Punkt bringen. Ne? Er hat das Fisch genau behandelt, wie es behandeln sollte. War sauber geputzt. Super. Und dann habe ich das Filet. Das Filet ist fertig. Sieht richtig gut aus. Schau mal, der streichelt auch alles, ne? Das ist ja Wahnsinn. Andrea macht halt Essen mit Liebe. Jetzt erklärt er, was das heißt. Was machst du jetzt, Andrea? So, hier habe ich einen Fischfront vorbereitet, von dem Koran. Ja. Dann habe ich ein bisschen rausgenommen. Dann habe ich leicht den Safran dazu gemacht. Deswegen ist es so leicht gelblich. Ja, ich wollte ein bisschen Farbe nachher in dem Couscous, was ich schon eingesetzt habe. Und da ist es schon so weit fertig. Oh. Couscous hat er eigentlich meiner Meinung nach super zubereitet. Ich gehe davon aus, dass es einfach sehr, sehr, sehr aromatisch ist. Von Geschmack her sehr leicht, weil dann mit dem rohen Fisch und dem Gemüse dann das Ganze harmonieren sollte. Sehr liebevoll, sehr leidenschaftlich am Produkt. Das merkt man schon. Ne? Gefällt mir gut, wie er damit umgeht. Amore, amore, amore. Auch beim Anrichten achtet er auf kleinste Details. Dann hätten wir den Ring, werden wir hier reinsetzen. So drei Ringe auf einem Teller. Mann, hey, Andrea ist echt der Herr der Ringe. Aus was ist das für ein Passreich? Deine Anrichtweise war sehr, sehr professionell. Ich kann mir aber sehr schwierig vorstellen, diese Laden, wenn er voll ist, dass er den Zeit hat, um sowas überhaupt zu machen. Absolut. So viele Ringe hat er gar nicht. Nee. Ja, denke ich auch gerade. Das ist jetzt das rohe Filet. Das ist rohe Filet, richtig. Und muss das noch beizen dann? Oder nein, es braucht nichts. Das muss ein roh sein. Das klingt ja schon beinahe asiatisch, oder? Ja, das ist der italienische Sushi, meinst du? Ja, das ist aufwendig. Aber es ist super gemacht. Dann Ring frei. Ich bin megamäßig gespannt auf heute Abend, auf die Geschmacksnuance von den Desserts und klar, logisch, die Antipasti. Ich freue mich tierisch. Richtig so, vorfreuen und nicht nachtragend sein. Marcia begutachtet den Couscous mit Gemüse und Knorrhahn. Das Capriccio del Marinaio, Oktopus und Kartoffeln hat Michael als Vorspeise gewählt. Der bunte Antipasti-Teller Casa Antica ist für Thomas. Auf die Caponatina di Melingiane, eine sizilianische Spezialität aus verschiedenen Gemüsen, freut sich Francesco. Sehr schön angerichtet. Das sieht bombastisch aus. Leute, lauter Geschmacksexplosionen warten auf mich. Qualitätsprodukte auf eine simple Art und Weise in der Zubereitung. Auf den Punkt, nicht zu viel Spielereien. Gefällt mir gut, die Vorspeise. Aber was sagt die Konkurrenz? Es ist einfach ein Stück zurück in der Vergangenheit. Es ist wunderbar, wirklich wunderbar. Gewürz genau so wie die Oma da gemacht hat. Konsistenz her von den Gemüse. Also es ist durch, verkocht, so wie es sein sollte. Grob geschnitten, schön eingerichtet, ein schönes Olivenöl, eine schöne getrocknete Oregano, dazu die selbstgemachte Grissinis, wirklich sehr gute Qualität von Oliven, wunderbare Kapern dazu, also wirklich sehr, 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 sehr gut. Na, Francesco macht gerade eine Zeitreise, ne? Während Francesco in Erinnerungen an Oma schwelgt, testen auch die anderen. Der Oktopus selber, muss ich auch sagen, tadellos auf den Punkt gebraten, ziemlich weich, schön weich, geschmacklich ziemlich gut. Feine Säure, die Kartoffel auch genau auf den Punkt getroffen, die normale Kartoffel gut gebraten, habe eine gute Säure durch die Zitrone. Wie man sieht, ganz einfach schön ummantelt mit Oregano und Olivenöl. Olivenöl ist auch sehr gut. Ein total gelungenes Essen, eine Vorspeise. Ich war also richtig überrascht, weil der Andrea die Messlatte ziemlich hochgelegt hat. Der Salat kam, geil, habe ich gedacht. Auf den Punkt gegart, Säure hat gepasst, Kartoffeln, also wirklich alles bissfest. Habe ich gesagt, wow. Mit dem Antipasti-Teller probiert sich Thomas durch Italiens Vorspeisen.
Es schmeckt also richtig, richtig Bombe. Ich habe begonnen hier mit Vitello Tonnado. Ein schönes, butterzart gebratenes Kalbfleisch. Ist richtig lecker, also richtig, richtig, richtig toll. Und dann habe ich hier Zwiebeln, die in Safran gedämpft, geschwenkt wurden. Schmeckt auch hervorragend. Und diese Kombination mit der Rotbarbe ist wirklich auch total, total lecker. Ich würde sagen, das hier ist wirklich eine traditionelle italienische Küche. Es ist eigentlich alles drauf, was ich vermissen würde, wenn ich es nicht auf dem Teller hätte. Es schmeckt hervorragend. Marcia war wie die anderen heute etwas auf Krawall gebürstet. Besänftigt die Vorspeise sie? Wir fragen den Maestro. Buonasera, signori. Was meinst du, wie kommen die Vorspeisen an? Ja, vielleicht ist der Marcia unterwegs. Was? Vielleicht ist der Marcia unterwegs, hat er wieder was gefunden auf der Teller, weil sie hatte die ganze Woche schon immer was da. Und richtig, Marcia ist unterwegs. Was hat sie zu bemängeln? Oh. Ich glaube, das ist nicht der Typ, der Kritik annimmt. Der wird austicken. Ja. Aber damit muss er leben. Da hat sie natürlich recht. Und sie hat natürlich keine Scheu, ihre Kritik zu äußern. Mein Lieber. Ja. Geiles Deko. Ja. Geschmacklich. Perfekt. Wie in Süden Brasilien. Okay. Oder auch in Italien. Okay. Aber mir wurde nicht gesagt, dass ich Rohfisch drauf bekomme. Und ich esse überhaupt keinen Rohfisch. Hä? Hä? Das sah am Mittwoch aber ganz anders aus. Dame, einmal Ceviche. Im Storchennest hatte ihr Ceviche, auch ein Gericht aus rohem Fisch, gut geschmeckt. Wir haben bei dem Vorspeise, vielleicht hast du nicht zugehört. Am Tisch wurde es mir nicht gesagt, dass der Fisch roh ist. Das ist unser Empfehlung von der Tafel. Wir haben die Couscous mit so feinen Gemüsejulienne. Gallinella ist Chloran, feine Zitrone, ganz frische, typisch aus Sommer. Die Kritik von Marcia war auf jeden Fall gerechtfertigt, weil es stand nicht, dass das Fisch einfach roh ist und wurde einfach nicht erklärt. Schade, dumm gelaufen. Was ich jetzt aber trotzdem nicht ganz verstehe, dass sie kein rohen Fisch isst. Also dann hat sie echt keine Ahnung, was Ceviche ist. Aber klar, natürlich hätte gesagt werden sollen, dass der Knorrhahn roh ist. Wenn ich überhört habe, es tut mir leid, möchte bitte, ich aber von meinen Kollegen am Tisch... Du sollst dich konzentrieren, wenn sie jemanden sprechen. Wenn sie mal, du bist vielleicht nicht gewöhnt, vielleicht eine Speisekarte in der Hand zu haben. Lass es mal sein. Ich, in Ordnung. Ich bin ja nicht hier, dir so beleidigend, sondern ich habe gerade eben gesagt... Moment, ganz kurz. Okay. Marcia, wie findest du den Abgang? Mir geht's gut. Ich bin überrascht über seine Reaktion. Man merkt hier, der nimmt überhaupt keine Kritik an. Ich habe ihn hier nicht zugegriffen. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, weil ich vielleicht nicht richtig zugehört habe, dann werde ich mich bei Andrea auch vor die Kamera mich entschuldigen. Aber über den rohen Fisch hat keine Kollege von mir gehört. Meine Gäste spüren mein Herz. Hier wird's geweidet. Und hier, ja, das ist die Wichtige. Und das hier. Wenn du das anderes eingenommen hast oder anderes und so weiter, schade für den Fisch. Der ist einfach nur bockig. Der will immer das letzte Wort haben. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Trotzdem freue ich mich auf deinen Hauptgang. Arrivederci. Okay. Ciao, Signora. Das hätte souveräner machen können mit dem Grinser. Hat toll ausgeschaut, war mega. Kann einfach nur sagen, ach, das tut mir leid, aha, dann haben wir das wahrscheinlich doch nicht erwähnt. Und das Thema ist vom Tisch. Ich bin kritikfähig, aber immer in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Angreifbereich. Aber wenn ich überzeugt bin von meinen Produkten, was ich verwende, dann muss ich angreifen. Es ging ja nicht um die Produkte, es ging eigentlich um die Präsentation. Also das hat er völlig falsch aufgefasst. Und tatsächlich haben wir es jetzt hier auch gesehen, es ist nicht gesagt worden. Und ich würde da immer auf Nummer sicher gehen. Ich würde dann nicht auf Angriff gehen. Die Eskalation scheint nicht Andreas Stärke zu sein. Marcia ist von der Reaktion offensichtlich wenig begeistert. So. Hallo. Signora, Entschuldigung, wir haben gerade mit meinem Mann gesprochen. Vielleicht war ein Fehler von mir. Das habe ich nicht gesagt, dass Fisch roh war und so weiter. Tut mir leid, nur einmal. Entschuldigung, wir sind wieder Freunde. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe erwartet, dass Andreas sich bei mir entschuldigt, nicht seine Frau. Sie hat mich nicht nieder in der Küche gemacht, sondern Andrea hat mich niedergemacht. Darum habe ich ganz höflich gesagt, okay. Aber im Hinterkopf denke ich mir,
Was soll der Scheiß? In der Gude Stub wetzt man die Messer. Marcia und Michael trauen sich trotzdem in die Küche. Was machst du gerade? Also ich habe gerade von der Kühlschranke Kaninchen. Dann werde ich alles heute Abend alles abspeisen, so mit eine Spaghetti Chitarra. Ja, es ist halt ganz edel, sehr feines Fleisch. Beim Fleisch gilt dasselbe wie beim Fisch. Unser Qualitätsjunkie nutzt nur beste Zutaten. Dem Kaninchen beziehe ich auf aus Frankreich. Die Kaninchen aus Frankreich haben einen guten Ruf, weil sie sind wirklich schön zart und man kommt sie auch wirklich richtig frisch. Fachmännisch zerlegt Andrea das Kaninchen in seine Einzelteile. Da ist ja wenig Fleisch drauf. Ne? Ja, macht nichts. Das ist Geschmacksrichtung. Das müssen wir. Gute Röstarome nachher, genau. Saubere Sache, oder? Ich wasche grundsätzlich die Kaninchen. Hier zum Beispiel da ein bisschen mehr Blut. Das ist auch schön, wenn das Blut auch wegkommt. Auch da wieder liebevoll. Er wäscht alles einzeln, die Blutäderchen weg. Er trocknet es ab. Alles in trockenen Tüchern. Das Tuch ist ein Bakterienfänger. Meinst du nicht, dass es besser wäre, wenn du nur Papier verwenden würdest? Nee. Andrea lässt sich von Marcia nichts sagen. Für mich ist es ein No-Go, Lebensmittel, Fleisch vor allem, auf Tücher draufzustellen. Das geht nicht. Stimmt nicht. Da sind auf eine höhere Temperatur, auch eine Temperatur gewaschen ist bei uns in Haus. Kann man schon machen. Sauber, ausgewaschen, separat gewaschen, geht alles. Und schau dir mal die Küche an, ne? Kannst von der Kachel lecken. Ne? Naja, lassen wir das Kacheln lecken und wenden wir uns stattdessen der Pfanne zu. Zeit, das Kaninchen zu braten. So, in der Zeit wurde es ein bisschen reduziert. Da kann ich mal ein bisschen die Kräuter ein bisschen vorbereiten. Auch bei den Kräutern setzt Andrea natürlich auf absolute Frische, Marke Eigenanbau. Das ist jetzt Leben drin. Wenden, Zitrone. Und rein. Das ist fast auf der Temperatur. Bisschen Säure noch dazu, genau. Ja, ja, das ist jetzt, die Kräuter geht's kurz runter. Er hat jetzt einfach klassisch die Kaninchenteile angebraten, mit viel Kräutern gearbeitet, mit Weißwein. Hell geschmort wird's jetzt, deswegen geht's jetzt einfach in den großen Ofen rein. Wie lange bleibt es jetzt? Also ich habe jetzt 10 Minuten. Ja. Da nochmal wenden, 10 Minuten. Da guckst du, ob du ein bisschen Saft braucht. Dann werde ich nochmal circa so 20 Minuten wieder und dann das Gericht ist saftig. Dann lassen wir dich jetzt mal allein, dass du weiterarbeiten kannst. Ja, besser ist das, denn Andrea braucht jetzt seine volle Konzentration. Die Hauptspeisen werden den kritischen Kontrahenten serviert. Die Macaroni alla Chitarra mit Kaninchenragout hat Marcia für sich bestellt. Filetti di Spigula, Wolfsbarschfilet, ist für Francesco. Über Ossobuco alla Milanese, also geschmorte Kalbshaxe, freut sich Michael. Und die Ravioli Cutini Rumi ist Thomas. Die Teller sahen sehr gut aus. Also richtig schön angerichtet. Und geschmacklich, wie sah es da aus? Gibt's was zu beanstanden, Francesco? Es gab zwei verschiedene Zubereitungen in den Fisch. Eine wurde kurz angebraten und überbacken. Mit den Algenkruste. Das andere wurde einfach nur gerollt und kurz gebacken mit dem Gemüse drin. Das Ganze noch mit einer leichten Safran-Kartoffelsoße. Geschmacklich sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall von Zubereitungsart ein sehr, sehr italienisches Gericht. Und es schaut auch sehr ansprechend auch in den Farben her aus, ne, finde ich. Also das ist schon Italien. Bene. Francesco klingt sehr zufrieden. Aber mäkelt Marcia? Das Kaninchenfleisch. Ja, Marcia? Könnte ich mir ein bisschen saftiger vorstellen. Aber Kaninchenfleisch ist ganz speziell. Entweder hat man das wirklich getunkt in die Soße oder er trocknet sehr schnell aus. Und hier ist der Fall. Ist halt ein ganz feines Fleisch, ne? Das stimmt schon. Da hat sie jetzt nicht so Unrecht, ne? Kann sein, dass er ein bisschen so lang im Ofen war. Ich glaube, der hat bei mir super Gas gegeben, weil er gedacht hat, er hat mich kritisiert, dass ich jetzt voll schlecht machen würde. Aber es ist nicht meine Art und das Essen ist geil. Der hat voll meinen Geschmack getroffen. Ich würde es gerne noch mal bestellen. Das klingt ja absolut top. Thomas und Michael müssen noch ihr Urteil abgeben. So, Signorin, buonasera. So, wie war das? Andrea, ich bin ein bisschen enttäuscht. Okay, was hat nicht gestimmt mit Michaels Ossobuco? Andrea ist ganz Ohr. Ich habe die Kalbshaxe, Ossobuco, kenne ich eigentlich so, dass sie tomatenlastig ist.
Ich habe da ganz einfach erwartet, dass da so Tomaten und so mit Tomatenmark gearbeitet, eine dunkle, eine kräftige, aromatische Soße. Der Safranreis, komplett geschmackslos. Auf Deutsch gesagt, fad, kein Gewürz im Inhalt. Das gebe ich zu, da habe ich schon gut probiert, das war ein Fehler. Das ist natürlich blöd, wenn man dann auch selber dann eigentlich sich selber ertappt hat. Aber dann ist man unter Druck, es ist angerichtet. Und dann sagt man, ja, komm, schick raus. Aber das wird natürlich gnadenlos erkannt. Ne? Reumütig, Andrea? Aber von dem Tomate, muss ich dir wiederum versprechen. Das ist ein authentisches Gericht, ursprünglich. Die andere Küche, was du kennst, das war später, wo die Tomaten in Europa waren. Andrea hat mir das kommentiert. Das ist vor 100 Jahren, da müsste wahrscheinlich keine Tomaten gegeben haben. Ich war ein bisschen verunsichert. Ich kenne es auch eher in einer dunklen Schmorsoße, tomatisiert. Das ist jetzt auch eine Variante, die ich so auch nicht kenne. Das ist aber die ursprüngliche, so wie es war. Ich habe mich schlau gemacht, was die Mailänder Osabucke ist. Hab's dann durchgelesen, so wie er es eigentlich auch mir beschrieben hat. Nur hat er wahrscheinlich dann dort unten auch überlesen, wahrscheinlich, dass hier Tomatenmark auch drin ist. Also bin ich mir jetzt ganz absolut sicher, dass die Mailänder Art mit Tomaten ist. Ja, letzter Klassentag. Ne? Wir stehen kurz vor den Ferien. Heute ist Notenvergabe. Heute entscheidet sich alles. Michi hat sich gesagt, ich ziehe noch mal die Rollschuhe an. Ich empfinde, dass Andrea mir eine Story vom Pferd erzählt hat. Dabei ist Osobuco doch vom Kalb. Die Kritik war berechtigt. Jetzt steht noch Thomas' Urteil aus. Ich habe auch noch eine kleine Kritik. Also, die Ravioli hast du toll gemacht. Aber mir fehlt es komplett an Salz und Pfeffer. Geschmacklich hat es mich enttäuscht. Das hat langweilig geschmeckt. Und selbst die Nuance vom Basilikum drin hat nicht viel geholfen. Ja, vielleicht ist dann einfach wirklich durch diese Aufregung, so wie ich das so irgendwie geahnt habe, doch einfach ein bisschen was abhandengekommen. Ne? Hier und da vielleicht die Würze vergessen. Schade ist auch, also du hast diese Zucchinis, da fällt es komplett an Salz und Pfeffer. Das ist süß. Andrea hat sich meiner Meinung nach leicht gekränkt gefühlt. Er konnte nicht verstehen, dass es für mich zu wenig gewürzt war. Das Gericht ist, der Zucchini wird süß. Andrea hat auf jeden Fall abgeblockt, würde ich sagen. Okay, vielleicht wäre es dann gut, wenn ihr auf der Speisekarte schreiben würdet, irgendwelche Richtung dorthin, weil ich dann enttäuscht bin, wenn ich jetzt Ravioli bestelle. Also wir können natürlich jetzt auch nicht anfangen, auf die Karten heutzutage auch noch die Gewürze und alles raufzuschreiben. Dann darf ich mich ja gar nicht mehr austoben, dann ist ja meine Kreativität komplett eingeschränkt. Ich habe versucht, mal ein bisschen Italia nachzubringen. Hast du nicht falsch gemacht, alles gut. Mit dem Gericht und Italia. Die richtige, tolle italienische Küche, die lebt doch auch vom Puristischen. Die lebt doch einen Tick von dem Einfachen. Die lebt doch einfach von simpler, guter Kochkunst. Aber wahrscheinlich liegt bei Thomas Italia zu viel weiter. Ich glaube, es mangelt ihm an der Kommunikation, wie ich das nach draußen noch verkaufen kann. So, vielen Dank. Ich mache mir ein bisschen schneller für die Dessertvorbereiter. Okay? Dankeschön. Also jetzt muss das ja noch mal was rausreißen, würde ich sagen. Keine gute Kommunikation in der gute Stub. In der Küche verstehen Thomas und Andrea sich hoffentlich besser. Zeit fürs Dessert. Ciao. Ciao, Andrea. So, das Dessert steht an. Kannst du mir was Schönes zeigen? Eine Limoncello, Kuka, so mit Mandel. Ich mache jetzt die Butter und dann wenn du mir die Mandel ein bisschen klein hacken. Limoncello ist ein Zitronenlikör aus Süditalien in Kombination mit Mandeln. Spannend. Ich habe es sehr gerne mitgemacht, weil es juckt mich ja in den Fingern, um ihn zu unterstützen und der Brand teilzunehmen. Teilnehmen auch die Kuchenklassiker Butter, Zucker, Eier und natürlich die Mandeln. Klingt nach einer gehaltvollen Köstlichkeit. So, ich nehme jetzt die Zitrone. Ja, aber bitte nur ganz feine, ohne dann mit dem Weißen. Dem Weißen, genau. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man das Weiße jetzt von der Zitrone oder Orange nicht mit reinreibt. Ne? Das ist dann wird es bitter. Nicht das? Ja. Also, komm hin, warte mal. Da. Hey, du bist ja schlimmer wie ein Schwabe. Ja, aber ich weiß, das ist gut, das kostet ja auch richtig Geld. Der Schwabe in Andrea holt raus, was rauszuholen ist. Ab in den Mixer und dann? Guck mal, was ich gefunden habe. Nein, das ist Cedro.
Cedro ist auch eine Zitrusfrüchte. Okay. Aber das ist Limoncello. Wie stellst du den her? Wie machst du den? Da wird dann die Zitrone genommen. Okay. Das ist die Schale. Okay. Das wird dann in Alkohol angesetzt. Okay. Und dann warten wir 20 bis 30 Tage. Tage? Und dann wird mit Wasser und Zucker gemischt. Er macht seinen Limoncello selbst, das finde ich toll. Selber gemachte Strukturen ist immer was Positives. Ist ja klar, dass er es selber macht. Was gibt's in dem Haus, was nicht selber gemacht ist? Krass. Aber als Meister Leidenschaft nimmt Andrea es eben sehr genau mit den Zutaten. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das essen darf, da freue ich mich. Großes Handwerk. Und zwar bei jedem Gericht. Dann machen wir die ganze Mandel rein. Yummy. Da steigt die Vorfreude auf den Nachtisch. Ich mache jetzt den Eiweiß. Das wirkt praktisch dem Kuchen ein bisschen anzulocken und bis dann die Volumen. Er rührt Eiweiß mit Zucker zur fluffigen Konsistenz. Später hebt er es vorsichtig unter. Als nächstes sollen wir 200 Gramm von weißer Schokolade. Ich habe das Gefühl, dass er wieder entspannter ist, Andrea, ne? In der Küche ist er ja auch in seinem Element. Da zeigt er seine Schokoladenseite. So, Mann, lauter leckere Sachen. Jetzt machen wir den gepresste Zitrone und diese 20 Milligramm von der Limoncello rein. Nicht, dass ich besoffen werde nachher. Nein, kein Problem. Okay, so. Zusammenarbeit und Konzentration aufs Essen entspannt auch das Verhältnis der beiden. Jetzt machen wir das in den Backofen. Das kommt auf 185 Grad. Das braucht da 45 Minuten ungefähr. Was sagt man da, Thomas? Zucker, Mann! Ich freue mich tierisch drauf, weil das ist was, wo ich ja nicht kenne. Und die Anrichtung, die Anrichteweise und die Zubereitung, das ist was richtig was Interessantes. In der Küche richtet Andrea jetzt die vier Nachspeisen an. Im Gastraum steigt die Laune und die Spannung. Auf den Limoncello-Mandelkuchen freut sich natürlich Thomas. Tristi Sorbetti, dreierlei Sorbet, hat Michael als Gang 3 gewählt. Spuma Ai Agrumi, der Schaum aus Zitrusfrüchten, ist für Marcia. Parfait di Pistacchio e Mascarpone bildet Francescos Menüabschluss. Also, liebe Kollegen, jetzt zum allerletzten Mal. Guten Appetit. Lasst euch schmecken. Danke dir auch. Oder auch buon appetito, wie man in Italien sagt. Kritisch werden die Nachspeisen unter die Lupe genommen. Diesen Kuchen, wo ich mit ihm in der Küche gemacht habe, also muss man nicht einmal jetzt als negativ einstufen. Skepsis. Der Kuchen hat kein Mehl, deswegen fällt er halt auch stückelweit auseinander. Dann hat die Mandeln rausgeschmeckt. Den Limoncello war für mich eigentlich nicht gegenwärtig. Sonst geschmacklich, ja. Begeisterung klingt anders. Süß, klar. Ist ein Dessertkuchen. Ich war im Grunde nicht enttäuscht. Es hat gut ausgeschaut, aber ich würde es nicht mehr bestellen, weil es mir einfach zu süß. Also das ist einfach zu süß ist. Dann sag doch einfach handwerklich mega gemacht, also echt toll. Ich würde mit Zucker runtergehen. Das ist schon ein Mandarinensorbet. Und was sagst du, Michael? Geschmacklich sehr intensiv, aber ich persönlich würde das ohne den Abrieb machen. Nummer 2 von 3 Sorbets. Wie lautet da das Urteil? Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich enttäuscht von dem Sorbet, weil ich jetzt wirklich was Richtiges erwartet habe. Es ist zu süß. Es war nicht mein Geschmack, es war einfach nur süß, beppig und... Ihr könnt es nachher wirklich mal probieren. Das lässt sich Thomas nicht zweimal sagen. Und wie ist sein Fazit? Da muss ich dir leider recht geben, das schmeckt überhaupt nicht. Michael hat sicher recht gehabt, seine Sorbets, die war nicht der Hit. Darf ich kurz unterbrechen? Die Schale ist geriebene, frischen Zitronenschale. Das schmeckt richtig geil. Nee, das schmeckt nicht geil. Das schmeckt übertrieben. Dem einen schmeckt's, dem anderen nicht. Marcia mag's offensichtlich. Ja, also Geschmäcker sind unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen, als Fazit, oder? War es sonst auch nach Marcias Geschmack? Also ich habe als Dessert einen Himbeermus. Dann habe ich hier eine Zitrusmus mit ein bisschen Schokolade. Ich fand, dass die Kombination zueinander gepasst hat. Seitlich hat er hier Pistazien und ein bisschen Mandeln dran gemacht. Das war sehr lecker. Ein großes Lob aus Marcias Munde. Francesco? So wie es aussieht, ich habe heute Glück gehabt.
Und zwar, ich habe hier einen Pistazien Mascarpone Semifreddo, der nach Pistazien und nach Mascarpone schmeckt. Hier haben wir eine Haselnusscreme. Das Dessert hat mir sehr gut geschmeckt. Schön cremig. Der Biskuit war gut gebacken, hat leicht nach Kakao geschmeckt. Das Ganze hat sehr gut harmoniert. War sehr gut. Ich denke, habe ich dann Glück gehabt. Der Francesco hat mit Sicherheit den größten Zugang zur italienischen Küche und der kann die Originalität am besten einschätzen. Apropos schätzen, die Rechnung kommt. Wie bewerten die vier Gastronomen den Preis für die kulinarische Leistung? Die Rechnung macht 275,80 €. Ich denke, mit dieser Rechnung bin ich eigentlich einverstanden. Wie seid ihr das? Ja, mega, oder? Bin ich eigentlich auch einverstanden, nur der hat die Messlatte ziemlich hochgelegt. Bedeutet? Für den heutigen Abend war ich schon recht echt enttäuscht. Wir hatten alle irgendwo Pech heute Abend. Der Preis war okay, nur das, was er abgeliefert hat, war an diesem Abend für mich nicht okay. Ich weiß nicht, ob es lag, dass ich einfach diesen italienischen Geschmack kenne. Oder tatsächlich, dass meine Gerichte gut gekommen war. Ich bin von meinen Kollegen nicht enttäuscht, aber das habe ich nicht anders erwartet. Kommt mit der Rechnung die Abrechnung. Zeit für die Punkte. Ich gebe heute Abend Andrea von der Gute Stub für den heutigen Abend 7 Punkte. Und du, Michael? 7 Punkte. 7 Punkte. 9 Punkte. Ein super spannendes Finale. An Tag 5 fliegt Francesco mit seinem Storchennest vorn. Aber Thomas, Michael und Andrea liegen gleich auf. Stark sind alle 5 Gastronomen im Schwarzwald. Aber wer hat gewonnen? Mike, du bist dran. So, lieber Thomas, jetzt zu dir und zu deinem tollen Restaurant, zum Alten Calvar. Es ist wirklich klasse geworden. Aber, mein lieber Freund, die Soßen, weniger Glanz, mehr Wein und das da? Streuselmäßig lässt du bitte sein. Du warst eine Bereicherung für die Woche, wirklich ein toller Mensch. Aber an dem Tag mit allem drumherum berücksichtig 7 Punkte. Nicht schlecht. Wie sind die Aussichten für Marcias Roma Rio? Bei mir warst du butterzart, super süß. Rondizio, das hast du wirklich im Griff. Aber die Woche über, Mann, du bist ein Mädchen, du hast es geschafft. Du hast 4 Lokale. Du willst Respekt von den Männern und das hast du. Aber du musst auch respektvoll mit den Kollegen umgehen. Ab und zu hast du über die Stränge geschlagen, das hast du gar nicht nötig. Das muss ich alles ein bisschen berücksichtigen. Von mir 7 Punkte. Auch gut. Zu welchem Ergebnis kommt Francescos Storchennest? Was für eine Kneipe, sag ich mal. Ne? Hier zählt einfach Überraschung pur. Und ich kann das richtig gut einordnen. Ein junger Mann macht sich selbstständig seit 1,5 Jahren. Und dein Herzstück, die Küche, die hast du mega auf Vordermann gebracht. Und das hat sich verdammt noch mal ausgezahlt. Ne? Also, mein Essen, da geht noch eine kleine Spur, aber ich meine, eine 9 ist schon der Hammer, oder? Damit liegt Francesco momentan vorn. So, lieber Michael, jetzt die Punkte für dich und deinen wirklich toll umgebauten Landgasthof. Hat mir unglaublich gut gefallen. Traditionelles Essen hat mir gefallen. Bisschen groß angerichtet. Ich glaube, insgesamt kann alles ein bisschen mehr Finesse, ein bisschen feiner werden. Für mich ganz toll, 8 Punkte. Mikes zweitbeste Wertung in der Schwarzwaldrunde. Für Andrea wird's eng. Spitzname ist Mr. Leidenschaft, macht's aber nicht unbedingt einfacher. Ne? Also die Kollegen haben das nicht alles unbedingt verstanden. Du warst auch kompromisslos. Ja, hat sich an deinem Gastgebertag natürlich auch ein bisschen gerecht. Aber meine Pasta, dein Anspruch an Lebensmittel und Qualität ist mega. Deswegen ganz klar 9 Punkte. Aber den Ausraster am letzten Tag, den sparst du jetzt nicht so lange. Ja? Leidenschaft und überkochende Emotionen, Finalzutaten, die es in sich hatten. Gewonnen hat am Ende Francesco mit 43 Punkten. Toll! Gratulation! Yeah.